Landesrätin Katharina Wiesflecker, Stichwort Kinderbetreuung in Vorarlberg. Was hat sich getan? Also der Ausbau geht ständig voran. Wir haben 236 neue Plätze geschaffen im Jahr 2016. Vor allem im Ausbaubereich wird im Jahr 2017/18 nur einiges erfolgen. Also viele neue Gruppen, viele neue Kinderbetreuungseinrichtungen. Beim Ausbau ist es so, dass wir also wirklich eine sehr dynamische Entwicklung haben. Die Gemeinden sind da mit im Boot. Es ist so, dass sich die Trägerschaften zum Teil verändern. Waren früher noch über 80% private Träger. Ist es so, dass die Gemeinden inzwischen auch verstärkt die Trägerschaften übernehmen. Inzwischen sind wir da bei 60%, die von den Gemeinden übernommen werden. Es ist so, dass die soziale Staffelung eingeführt wurde in einem ersten Jahr. Das ist recht gut angenommen worden. Wir treffen vor allem finanziell schwache Familien. Das ist ja eine der wesentlichen Zielsetzungen. Im Herbst wird es dann den Korridor noch geben. Also ein Bereich, in dem sich sehr, sehr viel bewegt. Und was sind jetzt so die Ziele der Kinderbetreuung allgemein? Also wir müssen immer darauf schauen, dass wir alle drei Bereiche, Ausbau, Qualitätssicherung und Leistbarkeit, also Tarife, im Auge behalten. Im Ausbau gehen wir voran. Es gibt sehr viel Nachfrage von den Familien und die sollen Angebote vorfinden. Ein nächster Schritt geht da mit Sicherheit auch verstärkt in den ländlichen Bereich. Bei der Qualitätssicherung ist es so, dass wir eine hohe Nachfrage haben nach den Ausbildungsmodulen in Schlosshofen. Da haben wir jetzt das erste Mal fachliche Assistentinnen ausgebildet. Es ist ab Herbst ein Leitungsmodul in Vorbereitung, das ist auch schon ausgebucht. Also zuletzt waren 100 Personen, die wir zertifizieren haben. Also da gibt es eine enorme Nachfrage, ein enormes Engagement von den Mitarbeitenden und ein enormes Interesse, die Kinder zu fördern. Das freut mich sehr. Und im Bereich der Qualitätssicherung im Weiteren arbeiten wir an einem pädagogischen Leitfaden. Es wird eine Gehaltsreform gemeinsam mit dem Kindergarten geben ab Herbst. Und im Bereich der Leistbarkeit gehen wir in den schon angesprochenen Tarifkorridor. Das heißt, die Tarife zum Beispiel für eine Halbtagsbetreuung können nicht mehr wie früher von 30 bis 325 Euro sich gestalten, sondern werden in Zukunft in einem engeren Rahmen sich befinden, weil wir der Meinung sind, dass alle Eltern in Vorarlberg die gleichen Bedingungen vorfinden sollten. Und jetzt zahlenmäßig Betreuungsplätze, was hat sich da verändert? Also vor allem für 2017/18 rechnen wir mit sehr vielen neuen Kinderbetreuungseinrichtungen. 13 neue und 28 Gruppen sind geplant und 15 neue Gruppen in bestehenden Einrichtungen. Also da sieht man schon, was da für dynamische Entwicklung entsteht. Wenn man so grob auf die letzten zwei Jahre zurückblicken möchte, dann kann man sagen, sind in den letzten zwei Jahren 500 neue Plätze entstanden.